So, nach dieser kurzen Pause sind wir auch schon wieder live für euch auf der Remote Rhein-Ruhr Stage. Auch dieser Talk wird wieder übersetzt von unseren wunderbaren Engeln bei C3 Lingo. If you would like to listen to the show in English, please tune in to C3 Lingo. They will be translating this show for you. So, und für euch, die am Stream sind, ihr wartet sicherlich schon auf die Show, ihr wisst, worum es geht, deswegen halte ich mich nicht lang mit einer Vorrede auf. Unser Erklärhai macht's nochmal. Mal zur späteren Stunde. Man hat mich sehr schön im Programm mal früh, mal spät, so dass wir jeden Frühaufsteher und Langschläfer mit einbeziehen können. Ich mache es jetzt schon wieder und ich werde mich diesmal auch schon wieder mit Kristallen beschäftigen, nachdem die letzten beiden Male sehr sprunghaft unterwegs war. Ich werde als erstes jetzt mal dieses Set auspacken. Ich habe schon Dinge vorbereitet, wie man hier sieht, damit das die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal besser gelingt, auf jeden Fall gegeben ist. Ich packe hier mal aus. Es ist natürlich eine Anleitung dabei. Eine sehr schöne Form mit einer Robbe und einem Eisbären. Eisbär und eine Robbe. Passt irgendwie zu unseren Haien hier. Der Eisbär. Hier ist eine Petrischale drin. Ich habe jetzt noch die 40 Petrischale von dem letzten Set dazugenommen. Ich habe hier schon ein paar der Kristalle rausgeholt, weil wir die für die Experimente brauchen. Ein Messbecher und insgesamt 5 Beutel Natriumacetat. Das ist der Salz, ist das Salz der Essigsäure, also Essigsäure plus Natrium gemischt. Nicht zu verwechseln mit Natriumcarbonat, das ist das, was ihr als Kochsalz kennt. Und zu Hause zum Eiersalzen oder sonstiges verwenden. Bitte kein Natriumacetat dafür verwenden, das schmeckt nicht ganz so gut. Zusätzlich war hier schon noch ein Rührstäbchen drin, was hatte ich eben schon rausgelegt gehabt. Und ein Spachtel, den brauchen wir nachher, um die Flüssigkeit sauber in die Förmchen zu gießen. So. Diese Anleitung und dieses Experiment befasst sich genau genommen mit diesem schönen Herzen. In diesem Herz ist eigentlich nichts anderes drin als eine gesättigte Lösung von Natriumacetat in Wasser, was dafür sorgt, dass es dieses Herz warm wird, wenn man den Kristall auf der Rückseite, der in diesem, ich versuche mal den Namen zu überdecken, in diesem Metallplättchen drin ist, sich das dann erwärmt. Diese Reaktion werden wir jetzt mal nachvollziehen. In diesem Experiment. Also wer die Dinger zu Hause hat, weiß jetzt, wie es funktioniert. Sollte das hier Experiment hier nicht so schön funktionieren, wie ich es demonstriere, die Sendung mit der Maus hat das mal sehr ausführlich erklärt. In der Bibliothek der Sachgeschichten nachzuschauen. In der Anleitung ist mal wieder ein großer Teil von für Eltern, Ratschläge für die überwachenden Erwachsenen. Gut, dass ich sie nicht brauche. Diesmal auch eine schöne erste Hilfeinformation. Und natürlich Grundregeln für sicheres Experimentieren, wie ihr letzten Tage vielleicht schon mitbekommen habt, das mit dem sicheren Experimentieren kann ich hier. Und nochmal Hinweise zu dem Salz, was wir verwenden. Auf der Rückseite gibt es jetzt die Experimente. Es wird auch schön dargestellt, dass es hier in diesem Taschenwärmer verwendet wird. Aber wir beschäftigen uns erstmal mit dem ersten Versuch. Wir fangen von vorne an. Ich werde diesen Versuch ein bisschen anders machen, weil ich mit dem ersten Versuch, die Versuche sind hier aufeinander aufbauen, und ich den ersten Versuch schon so durchführen werde, wie das in Versuch 4 beschrieben ist. Und da werde ich einfach nur statt 2 Beutel statt 2 dieser Beutel mit 10 Milliliter destilliertem Wasser einfach nur einen Beutel mit 5 Milliliter destilliertem Wasser anmischen. Für das Experiment 2 und 3, was ich versuche auszuführen, habe ich vorher schon eben vor dieser Show eine 10 Milliliter Lösung auf einen Beutel angesetzt. Dies befindet sich da und kocht gerade so ein bisschen für sich hin.
Und da ich sie gleich für den Versuch schon mal rausstellen sollte. Ach, ich lasse sie gerade noch drin. Sie ist eben sehr schnell kristallisiert. Also, hier steht als erstes, braucht man einen Messbecher. Den fülle ich jetzt mit 5 Milliliter destilliertem Wasser. Man sieht, ich experimentiere viel. Gieß hier 5 Milliliter Wasser ab. Tue sie in das beschriebene Marmeladenglas. Da ich nicht so viel Marmelade die letzten Tage gegessen habe, nehme ich diese schönen kleinen Behälter von den Flummis. Die sind optimal dafür. Kippe erst einen Beutel rein. Hier steht auch nur unter Anleitung, nur mit Anleitung zu verwenden. Gebe den erst. Auch hier fehlt wieder Anleitung, dass ich gleich Kristalle brauche, also davon abheben soll und sie in die Petrischale tun. Die Verpackung ist leer. Deswegen öffne ich gerade meine Petrischale, nehme einfach hier die zwei größten raus. Das Kristall selbst ist eher so zuckerartig, also wie ihr das von Zucker her kennt. Und im ersten Versuch kippt man jetzt eine Packung dieses Salzes, was 30 Gramm sind, mit diesen 5 Milliliter Wasser, destilliertem Wasser zusammen. Fängt mal kurz an zu rühren. Man merkt, es löst sich nicht ganz so gut. Es ist eher immer noch sehr fest. Es ist so ein bisschen wie wenn man Eiswürfel oder Crush-Eis in Wasser tut. So die Konsistenz der ersten 5 Minuten. Das stellt man hier rein und erwärmt es. Und da ich jetzt den Versuch 2 versuchen werde, kann ich direkt das 10 Milliliter fertig machen. Ich mache das hier quasi in so einer Kochshow. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier steht nämlich, nach 30 Minuten ist deine Kristalllösung auf Zimmertemperatur abgekühlt. Die kühlt schneller aus. Und wenn jetzt gleich ein bisschen kälter ist, kann man damit sowohl Wärme als auch Kälte, also Kälte erzeugen. Zumindest in Experimenten. Ich hoffe, jemand sagt mir gleich, wenn das anfängt zu kristallisieren, weil ich gerne, weil ich habe ja vorbereitet, hier gibt es viele Versuche. Würde ich gerne nämlich den Versuch 4 anfangen, nämlich jetzt schon mal dieses Kristalltier zu machen. Dafür brauche ich auch, kippe ich vorsichtig diese 5 Milliliter, also die wir gerade angerührt haben, ist fertig. Kippe ich vorsichtig hier rein. Gucke, das ist ein bisschen voll geworden. Ja, das hält da nicht dran. Und dann lasse ich das auch abkühlen und man sieht sofort, es bilden sich hier Kristalle oben auf der Oberfläche. Ich übersehe, guck gerade, man kann es schlecht sehen. Aber es bildet sich quasi jetzt schon gerade eine Haut. Und wenn sich das jetzt ein bisschen abkühlt, müsste es gleich anfangen zu kristallisieren. Und wenn ich gleich an dieser Starterkristalle rein tue, wird das durchkristallisieren. Aber ich habe jetzt mal die Experimente vorbereitet. Gehen wir mal zu Inhaltlichen. Ich soll auch ein bisschen Wissen vermitteln. Also, dieses Natriumacetat
hat eine Summenformel NaC2H3O2. Das heißt, es ist ein Natriumatom, zwei Kohlenstoffatome, drei Wasserstoffatome und zwei Sauerstoffatome, wobei das H3 an einem C-Atom hängt und die beiden Sauerstoffatome am anderen Kohlenstoffatom und das Natrium sich dazu verbindet. Das hat dann was mit der positiven und negativen Ladung der Atome zu tun. Dieses Salz ist ein farblos, leicht nach Essig riechendes Salz, was sehr gut im Wasser löslich ist. Man hat es gerade gesehen, wenn man hier umrührt, es löst sich langsam. Und es ist bei 58 Grad, das ist ungefähr die Temperatur des Wassers in diesem Topf, ist das der Schmelzpunkt. Und das heißt eigentlich nur, dass es ab dem Zeitpunkt sich das Natriumacetat in Wasser löst. Und es ist ein Trihydrat, weil es hat eine besondere Eigenschaft, dass es, wenn es dann wieder abkühlt, wird es nicht sofort wieder fest, sondern wird zu einer übersättigten Flüssigkeit. Das heißt, im Wasser sind die Kristalle voll, also die Flüssigkeit ist gesättigt, aber sie ist noch flüssig, sie kristallisiert nicht wieder aus. Und erst wenn man dann ein Kristall dazufügt, fängt sie schlagartig an, sich auszukristallisieren. Beziehungsweise umgekehrt, wenn man Wasser hinzufügt, wenn man einen fertigen Kristall hat und Wasser hinzufügt, wird sie halt eben flüssig. Es ist auch als, wir hatten das jetzt die letzten Tage so mit Lebensmitteln, es ist auch als Lebensmittelzusatz E262A bekannt. Also wer zu Hause mal seine Fertigprodukte durchgehen möchte, um zu gucken, ob es dabei ist, kann es gerne mal tun. Das bedeutet, man kann es essen. Es ist ein Geschmacksvermittler, ein Stabilisator und als Säureregulator wird es eingesetzt. Also zum Stabilisieren bei Produkten. Das hat man bei Backwaren, damit sie nicht zusammenfallen. Bei einer Puddingcreme, also wer solche Puddingbrezeln kennt, da wird das auch gerne als Stabilisator eingesetzt. In Gelees, bei Bonbons und bei Suppen. Also alles, was so cremige Flüssigkeiten sind, werden damit stabilisiert, weil sie sich sonst, wenn man das Produkt zu Hause nachkochen würde mit normalen Zutaten, würde sich das halt eben nach einer Woche Lagerung würde sich das zerfallen und das geht in unserer Industrie nicht, dass ein Produkt nach einer Woche zerfällt, sondern man will ja, dass die Sachen möglichst lange haltbar sind und möglichst lange appetitlich dem Kunden gegenüber aussehen. Und es ist auch in der Kosmetik wird es angewendet zur Maskierung eines Grundgeruches. Es gibt Kosmetika, die haben in ihrer Grundwirkung einen starken Eingeruch und den kann man dann, wenn man dann das Kosmetika das Natriumacetat hinzufügt, quasi den Grundgeruch überdecken, dann riecht es ein bisschen nach Essig und dann tut man auch ein bisschen Parfüm rein und dann funktioniert das. So viel zu dem fachlichen Teil. Ich hoffe gerade, das ist ein bisschen abgekühlt hier. Wir probieren das einfach mal, ob das funktioniert mit dem Starterkristall. Nee, es ist noch ein bisschen zu warm. Und man sieht, wenn ich einmal nicht mit Handschuhen arbeite, hat man es an den Fingern. Also werde ich natürlich gründlich nach diesem Vortrag mir die Hände waschen. Aber dann hole ich mal vorsichtshalber das nächste auch raus. Damit es schon mal ansatzweise abkühlt. Man sieht auch hier jetzt in dem Becher, wo eben noch ein Rest drin war, dass die Flüssigkeit nicht mehr klar ist und sich was auf den Boden absetzt. Hoffe ich zumindest, dass man es sieht. Also ich sehe das. Hier merkt man, man muss noch ein bisschen rühren. Nee, das sieht man nicht auf der Kamera. Damit sich das löst. Ja, dieses Experiment braucht ein bisschen Zeit. Gibt es vielleicht schon Fragen aus dem Publikum beziehungsweise aus dem geneigten Zuschauer auf der anderen Seite dieser Kamera? Also eine Frage gab es zwischendurch, nämlich wie ist denn unser Erklärhai eigentlich zum Erklären gekommen? Es war schon immer ich habe schon immer sehr früh die Sendung mit der Maus und andere sehr interessante
Kinderfachserien geguckt und ich finde Erklären eine wunderbare Eigenschaft, Wissen zu vermitteln. Wir hatten heute zum Beispiel den schönen Vortrag heute Morgen im Programm mit der digitalen Souveränität und da kommt ja auch Bildung und Erklären als wichtiger Punkt. Und das gilt ja nicht nur im digitalen, das gilt ja auch im analogen Leben, weil wieso sollten nur geneigte Chemiker oder Absolventen einer Uni wissen, wieso ein Taschenwärmer funktioniert oder warum, wie man einen Flummi baut. Und warum nicht, soll das nicht jeder wissen und experimentieren? Und ich mag es, Dinge zu erklären, besonders dann in einfacher Sprache als das, was man dann im Studium gelernt hat. Finde ich eine gute Sache. Danke, Erklärhai. Jetzt kann man das sehr gut auf der Kamera sehen, wie sich das hier anfängt zu kristallisieren. Es kristallisiert sich aus. Man sieht sehr schön, dass es so Kristalle bildet, die scharfe Spitzen haben. Also so scharfspitzige Kristalle. Also nicht so weich wie bei einer Schneeflocke, wenn man das aus dem Winter erkennt. Wenn man halt im Advent gemalt hat als Kind im Malbuch, hat man ja diese schönen weichen Schneeflocken. Das ist eher noch ein bisschen sehr spitzer. Ich gebe noch mal ein bisschen Starterkultur dazu. Und es wird hier auch schon hart. Man sieht, wenn ich drauf drücke, bröckelt es. Und ich kann das quasi zu Boden senken. Ich habe mir im Übrigen in der Zwischenzeit mal Handschuhe angezogen. Aber wie sagte man so schön? Das ist die Zähne. Ich guck mal, ob das hier, ich mal reite nebenbei, nehme ich hier mal die Lösung für Versuch 2. Dann nehmen, man sieht es eventuell. Nachdem ich beim letzten Mal sehr viel. Stimmt. Nachdem ich letztes Mal sehr viel Feedback hier von dem anwesenden Team, bei dem ich mich bedanken möchte übrigens, die machen das hier toll, bekommen habe, was ich besser machen kann, versuche ich es gerade. Also das noch nicht flüssige Kristall fasse ich jetzt mal mit den Fingern an, weil das ist ja ähnlich wie Zucker, es geht von der Hand weg. Und man sieht sofort, dass es kristallisiert. Man sieht gerade. Nein. Das Problem ist, ich versuche das gerade mal zu kippen, dass man es vielleicht sieht. Man sieht, dass sich da auch was Schwimmendes bewegt. Das ist diese kristalline Struktur. Man sieht. Vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Hier steht in diesem Anleitung steht 3 bis 5 Kristalle. Das ist mal mehr, mal weniger. Man sieht's auch von. Ja, man sieht's. Und so sieht dann die kristalline Struktur aus. Und man merkt auch, es wird warm dabei. Also eben war die Flüssigkeit schon relativ abgekühlt. Und wenn ich jetzt die Kristall dazu wird, wird die Flüssigkeit warm. Man sieht, gleiches Prinzip wie bei diesem Herz. Tut man Kristalle zu der gesättigten Flüssigkeit, die hier drin ist. Das ist eben wie bevor ich den Kristall hinzugefügt habe, war es relativ kalt. Das Herz ist auch kalt. Und wenn ich jetzt. Was? Und wenn ich jetzt dieses Metallplättchen hier in der Mitte drücke, wie ich eben hier gerade die Kristalle reingetan habe, sieht man hier drin die gleiche Reaktion. Sieht man hier die gleiche Reaktion, es breitet sich langsam aus, wie in diesem Glas. Natürlich ist hier die Flüssigkeit optimal angepasst, dass hier
Meine Portion ist nur selber angerührt und es gibt Wärme ab. Sorry. Es gibt Wärme ab, es wird warm und es härtet dann nach einer Zeit aus und irgendwann ist es kalt. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis an den Stream. Ihr könnt jetzt auch live Fragen stellen. Wir haben jetzt einen Signal Angel, der live die Fragen in einem Pad zaubert. So, bin ich wieder? Sorry gerade fürs Husten. Kristall ist noch löslich. Und hier bildet sich nach und nach eine Schicht. Man kann sie immer noch so leicht eintitschen. Und auch das hier wird gerade deutlich wärmer. Eben war die Flüssigkeit relativ kalt und jetzt will ich gerade nicht einmal mit dem Finger mal reindrücken, weil es warm wird. Das können wir gleich noch einmal machen. Wir wollen ja auch einen Eisbär haben. Und ich hoffe, dass bis morgen die fertig kristallisiert sind. Diese Flüssigkeit ist jetzt hier handwarm. Stell sie mal hier hin. Sie ist handwarm. Ich würde mal fast sagen 30 Grad. Ich kippe sie hier rein. Dann müsste sie kälter werden. Guck kurz noch, was mit meinem mit meiner Lösung hier ist. Es löst sich langsam. Und hier sieht man jetzt, es ist immer noch sehr weich. Aber man kann das vermutlich nicht sehr gut auf der Kamera erkennen, aber es hat auch dieselbe kristalline Struktur. Wer so ein Ding zu Hause hat, empfiehlt sich, solange man es knetet und weich hält, hält es länger warm. Wenn man es weniger knetet, verhärtet das schneller und dann löst sich auch die Salzlösung auf. Wird die Salzlösung wieder zum festen Salz und man muss es wieder auf über 58 Grad, über 60 Grad erwärmen, damit es sich wieder flüssig wird und man es nochmal wieder verwenden kann. Steht hier übrigens auch drauf, dass die abgegebene Wärme maximal 55 Grad ist, weil ab danach wird es ja wieder flüssig. So, wir haben eine Live-Frage bekommen. Würde es auch mit deiner Flüssigkeit funktionieren, wenn du ein Metall reinschmeißt oder müssen es Kristalle sein? In diesem Metallplättchen hier befinden sich immer ein oder zwei Starterkristalle, die ich hier in dieser Petrischale auch vorbereitet habe. Damit müssen die Kristalle sein. Es geht nicht das Metallplättchen. Das Metallplättchen ist quasi nur ein Lagerort für die Kristalle. Also ein quasi Zwischenspeicher, der geschützt ist, damit es nicht sofort reagiert. Danke. Man sieht auch hier, wo ich es gerade ausgekippt habe, dass ich auch hier eine Kruste dran bildet. Also kaum ist die Flüssigkeit weg, es kristallisiert sofort aus. Hier sieht man, es hat sich schon eine Platte gebildet. Das hier wird auch immer härter, die Oberfläche. Und wenn ich das in Ruhe stehen lassen würde, obwohl viel Spaß macht, dran rumzuspielen, würde es kristallisieren. Und auch beim Eisbär sieht man schon, dass es sich hier die Kristalle bildet. Ich werde morgen in meinem Abschlussvortrag zu dieser Serie alle Experimente auch nochmal darstellen. Habe auch noch gerade eine Kleinigkeit vorbereitet, falls wir hier die Wartezeit zu lange überbrücken müssen. Nämlich diesen Ring, den ich gestern angesetzt habe, wer sich erinnert. Mal gucken, ob er flexibler ist als der andere Ring. Ja, er ist flexibel.
Man kann ihn ein bisschen ziehen, während deiner Ring deutlich breiter war. Mal gucken, wann ich einen sehr schönen einheitlichen Ring hier kriege, aber er ist auch wie gestern, er ist von gestern auch geworden. Braucht halt eben eine Nacht Ruhe. Ich probiere es einfach mal ein bisschen mehr, Starterkristalle. Viel hilft viel, sagte man. Aber es hat immer noch eine sehr angenehme Temperatur. Ich kann sie ja mal vergleichen mit dem professionellen. Ja, sie sind ungefähr gleich warm. Also man kann entweder das Pulver selber zusammen herstellen oder man kauft sich das. Wer natürlich dann schafft, zu Hause eine vermutlich aus irgendeinem weichen Plastik herzustellende Hülle zu bauen, wo man das dann einfließt und dann luftdicht verschließt, kann sich sowas selber bauen. Ich habe keine entsprechende Pressanlage dafür. Aber hier sieht man schon oben drauf schon harte Kristalle. Gibt es noch weitere Fragen, die bei Harald gerade? Also, wir haben noch eine Frage, die ist von gestern. Die war zur Marmorierung. Da kam die Frage auf, ob du die Farben auch hättest auf dem Papier mischen können. Vermutlich nicht, weil dann wäre das eine sehr, sehr feine Marmorierung und sie wäre nicht wie bei diesem schönen etwas. Nicht so schichtweise passiert, wie man das bei einer Marmorierung möchte, sondern es werden auch Querbalken entstehen können. Das sähe dann eher aus wie das Störbild früher im Fernsehen mit den weißen Punkten, mit den schwarzen Punkten auf dem weißen Grund, die sich wie dieses Rauschen sähe es dann aus und wäre halt eben nicht so schön marmoriert geworden. Die Marmorierung kriegt man wirklich nur hin, wenn man es schichtet. Wenn man es ja vorher an Papier anmischt, weiß man ja nicht, wie die Farben dann landen. Und dann hat man quasi ein Rauschen. Aber wenn man ein Rauscheflummi herstellt, kann dies gerne tun. Und wenn er es in nächster Zeit macht, kann er es auch gerne vertwittern und uns antacken. Dann würde ich da gucken, dass auch verbreitet wird. Aber für die für eine Marmorierung muss man es wirklich schichten. Danke. Wenn du gerade noch Zeit hast, kam gerade noch eine Frage rein. Ja, gerne. Wie bleiben die Starterkristalle im Metallplättchen? Da würde ich bitte auf die Sendung mit der Maus verweisen. Das war die Szene, die ich nicht gerade von Augen hatte. Das wird in der Sendung mit der Maus sehr ausführlich erklärt. Ich verweise da auf die Bibliothek der Sachgeschichten. Wer nicht weiß, was die Bibliothek der Sachgeschichten ist, das ist bei den Lach- und Sachgeschichten der Sachteil und nicht die schöne Lachgeschichte. Es wird immer härter, diese Robbe. Man merkt das richtig. Ich spiele auch explizit nur an der Robbe, nicht am Eisbär rum, um zu wissen, ob es einen Unterschied macht. Hier, das kristallisiert auch immer mehr aus. Ich werde vermutlich das dritte Experiment zeitlich nicht schaffen. Aber ich kann ja mal gucken, was noch das letzte Experiment, was ich hier vorbereite, macht. Das löst sich. Man sieht, da sind noch ein paar Kristalle sind unten drin. Ich rühre jetzt einfach ein bisschen weiter, dass sich der Rest hier löst. In der Anleitung steht was von 10 Minuten. Dem glaube ich so nicht ganz. Das war nur eine kleine Bildstörung. Unsere Regie hat kurz mal eingegriffen und hat das Bild verbessert.
Man darf selbst niemals überrascht sein, wenn man auf einer Bühne ist. Das hat aber dann eher was von irgendeiner Live-Sendung, wo Dinge schiefgehen kann. Aber das ist typisch Chaos. Es wird auch während des laufenden Betriebs noch etwas verbessert. Von daher, wir sind es eigentlich gewohnt. Ich habe schon Vortragende gesehen, die während des Vortrages angefangen haben, ihre Folien fertig zu verfassen. Wenn der Vortrag ist, wie erstellt man einen Vortrag, ist das sogar sinnvoll. Besonders wenn man den Vortrag dann nicht in einer Standard Office Suite schreibt, sondern LaTeX, kann man quasi einen Vortrag während des Vortrages schreiben. Man sieht, es löst sich immer besser. Weil wenn sich das hier gleich gelöst ist, hier sieht man, der Rest ist ausgehärtet. Ich kann es einfach umkippen. Es läuft nichts mehr raus. Es ist auch kalt, weil die Maske mir jetzt nicht schnell genug hart geworden ist. Probiere es mal mit dieser Maske, das Experiment 3 noch durchzuführen. Da steht nämlich, dass man, wenn man 2 Teelöffel Leitungswasser in diesem Becher tut, das Ganze erkalten müsste. Also die gegensätzliche Reaktion zu der, die gerade hier noch stattfindet, während das auskristallisiert. Ich nehme jetzt mal kein Leitungswasser, sondern mein berühmtes destilliertes Wasser, weil ich Leitungswasser nicht vertraue. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich verkalkt. Und ich nicht weiß, was Kalk in dieser Reaktion ausführt. Ich habe auch schon nachgeguckt. 2 Teelöffel Leitungswasser entsprechen 10 Milliliter Leitungswasser. Ein Teelöffel hat ungefähr 5 Milliliter Fassungsvermögen. Da ich ja jetzt nur ein Zehntel an fertigen Kristall habe, also an dem auskristallisierten, nehme ich auch nur 1 Milliliter Wasser. Dafür habe ich zum Glück diese Pimpette. Jetzt sieht man das nicht ganz so gut. Ich mache das nochmal auf die Kamera. Hier ist eine Beschriftung dran. Wir warten kurz einen Augenblick. Ja, man sieht, hier ist eine Skalierung dran. Ganz unten sind 0,5 Milliliter, 1 Liter, 1,5, 2, 2,5 und 3. Das heißt, diese Pimpette hat ein Fassungsvermögen von 3 Milliliter. Wenn man sie am Anfang leer drückt und dann aufzieht, kann man genau 1 Milliliter abmessen. So ungefähr hier. Und dann hoffen wir, dass ungefähr ein Zehntel stimmt. Eigentlich sollte sich jetzt dieses Auskristallisierte im Wasser lösen und noch kälter werden, was es gerade nicht tut. Aber wir sind es gerade gewöhnt, nicht alle Experimente funktionieren live auf der Bühne. Ich vergleiche hier nochmal. Ja, haben ungefähr dieselbe Temperatur, würde ich sagen. Ich drehe es mal um. Ja. Ungefähr selbe Temperatur. Hier in dem nicht selbstgemachten ist die Flüssigkeit ein bisschen gleichmäßiger auskristallisiert. Das liegt daran, dass ich, soweit ich weiß, den zusätzlichen Gelstoff verwende, damit das ein bisschen gleichmäßiger ist. Also auch irgendeine E-Nummer. Ich kann nur gerade nicht sagen, welche. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumspiele, ziehe ich mir noch einen frischen Handschuh an.
mal, ob ich es beschleunigen kann hier. Man merkt, ich kann hier drauf tippen und das ist schon hart am Rand. Also in der Mitte bricht es noch ein, aber am Rand verhärtet sich das langsam. Und hier beim Eisbären, auch wenn ich den... Okay, jetzt habe ich es geschafft reinzutimmeln. Hier ist es auch schon sehr stabil. Ich würde sagen, wir können das gerne entweder diese Nacht beobachten, nochmal als Nachtschleife, oder wir schauen uns morgen das Resultat an. Ein Hinweis auf morgen. Morgen werde ich alle Experimente, die fertigen Resultate zeigen. Ich kann schon sagen, das erste Experiment mit der blauen und der grünen Flüssigkeit... Gibt es ein interessantes Endergebnis? Die Einhörner sieht man ja schon. Dazu kann ich sagen, diese Kristalle, die fallen auch schon wieder ab. Und die fühlen sich sehr weich an. Also sobald man da mit dem Finger zu fest zudrückt, zerfällt dir das sofort zu Staub quasi und hinterlässt eine kleine Sauerei. Ich hoffe, ich muss sie nicht wegmachen hier. Lieber Erklärhai, welches davon ist denn dein Lieblingsexperiment? Ich würde ja entweder sagen, das mit den Flummis, weil es funktioniert hat auf Anhieb. Aber das mit den Einhörnern hat auch funktioniert. Die Einhörner sind cool, also entscheide ich mich für die Einhörner. Außerdem kann man das mit den Einhörnern ja auch, wenn man zu Hause selbst eine Schablone baut, auch mal mit einem Hai probieren. Dann hat man einen Haikristall. Das machen wir dann vielleicht morgen oder nächstes Jahr? Nächstes Jahr. So, liebe Erklärhai, bist du fertig für heute? Ja. Sehr gut. Dann vielen lieben Dank für die ganzen Erklärungen. Das war wieder sehr aufschlussreich. Vielen lieben Dank auch an diesen tollen Signal Angel, der so kurzfristig eingesprungen ist und hier noch die Live-Fragen gebracht hat. Jetzt geht es demnächst weiter mit dem nächsten Talk auf der Stage. Bis dahin, bleibt bitte dabei, kommt wieder, kommt zu unserem nächsten Talk. Danke. Thank you.